Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, hier bei HolyLOL. Heute wird es mal etwas anderes geben. Es gibt nämlich zurzeit den befristeten Modus Loopholes oder wie der heißt. Ich habe keine Ahnung. Das ist sowas ähnliches wie Golf. Man muss den Ball in einem Loch im Boden versenken, um ein Tor zu schießen. Das möchte ich heute gerne spielen, solange es noch möglich ist. Und ihr seid natürlich wie immer dabei. Ich habe diesen Modus bis jetzt noch nicht gespielt. Ich wollte mich überraschen lassen und mal schauen, wie das so ist. Golf in Rocket League. Keine Ahnung. Wir werden das jetzt zusammen herausfinden. Ich weiß ja nicht, vielleicht habt ihr da schon gespielt. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wie ihr den Modus findet. Ob ihr den gut findet oder eher nicht. Bevor wir natürlich jetzt loslegen, möchte ich euch bitten, falls ihr meine Videos mögt, gebt mir einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar und vor allem drückt den Abo-Button, um kein weiteres Video mehr von mir zu verpassen. Jetzt geht's los. Golf in Rocket League. So, da sind wir auch schon angekommen. Wie ihr seht, das Tor hier links von mir. Tor im weitesten Sinne. Es ist mehr ein Loch im Boden. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir hier auch ein Tor schießen können. Was mich auch interessiert, funktionieren die Torexplosionen bei diesem Tor? Das werden wir jetzt gleich rausfinden, hoffe ich. Und da ist er drin, oder? Jawohl! Das 1:0. Da habt ihr es gesehen. Die Torexplosion sieht natürlich nicht so gut aus. Es funktioniert nicht wirklich gut. Aber obwohl doch, wenn der T-Rex da aus dem Loch rausguckt, hat auch was. Gar nicht so schlecht. Aber ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Der Ball muss da unten in das Loch reinfallen. Dann hat man ein Tor. Und ich hoffe natürlich, dass es noch weitere Tore gibt. Und schade, knapp. Ey. Der sieht gut aus. Nee, zu weit, schade. Komm, der fällt rein. Jawohl, wir führen 2:0. Der Ball fällt wieder ins Loch. Schönes Teamwork von meinen beiden Teammates. Und wir führen 2:0. Hier ist das Tor. Hier darf der Ball nicht reingehen. Schöner Save von mir. Ich weiß gar nicht, warum ich keinen Save bekommen habe. Oh. Also man kann sich hier schön draufstellen und den Ball immer raushauen. Das ist ein Modus, der gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Jetzt mal abgesehen davon, dass wir schon 2:0 führen, aber das Prinzip ist gar nicht so schlecht. Und auch hier schön am Rand die kleinen Boostfelder. Sehr schön. Also wenn man hier ein bisschen auf Goalkeeper geht, auf Torwart, kann man sich hier schön mit Boost versorgen. Und wenn es dann nach vorne geht, ah, schade, hat man genug Boost. Der fällt rein. Ja, wunderbar. Das ist auch ein Spielmodus, den ich mir vorstellen könnte in Ranked. Ist mal was anderes als diese normalen Basketball. Ja, ist mal was anderes als der normale Basketball-Modus. Ich finde den hier besser. Also ich muss ja sagen, dieser Modus, der macht wirklich Spaß. Da spielen wir auch gleich noch eine Runde. Jawohl, 4:0. Let's go. Der Gegner ist wahrscheinlich schon komplett durchgetauscht. Also das Anfangsteam ist nicht mehr da und sie haben aufgegeben. Wir haben gewonnen. 4:0. Sehr schön. Ich bin ein Geschwindigkeitsjunkie. Ich habe 70 Boostaufnahmen. Okay. Da machen wir doch direkt noch eine Runde. Komm schon. Ich hoffe, die gewinnen wir auch. Der geht rein. Jawohl. Wir führen wieder 1:0. Aber da hat jetzt auch die Torexplosion nicht wirklich gut ausgesehen. Wir schauen nochmal. Ja, obwohl doch.
Doch, hat was. In der Wiederholung sieht man das dann doch besser. Und der fällt rein? Nee, doch nicht. Schade. Wow, das war knapp. Jetzt hätten wir fast das erste Gegentor bekommen. Freunde, wir müssen den Ball hier hinten wegkriegen. Wow, das war knapp. Gut gehalten. Oh, raus damit. Alter Schwede, habt ihr das gesehen? Das war richtig knapp. Das einzige Problem, was ich aktuell hier sehe, da es kein Ranked-Modus ist, sondern ein zwangloser Modus, die Rotation, die Mates, ist denen alles scheißegal. Hauptsache Ball, 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 Ball. Also ein Sieg ist tatsächlich hier Zufall. Oh, 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 oh. Da ihr seht, immer alle drei auf einem Haufen. Oh, oh, der geht rein, der geht rein. Mate, hast du... Okay. Er hat ihn selber gesaved, der Gegner. Oh, der wird knapp, der wird richtig knapp. Hau ihn weg. Jawohl, der geht rein. Wir führen nicht. Wir führen nicht 2-0. Aber noch liegen wir 1-0 vorne. Nein, wieder nicht drin. Komm schon, der geht aber rein. Auch nicht. Noch 20 Sekunden. Auch wenn das hier zwanglos ist, will ich trotzdem gewinnen. Weil man spielt, um zu gewinnen, man spielt nicht, um zu verlieren. Das ist doch ganz klar. Nee. Okay, wir haben auch das zweite Spiel gewonnen. Sehr schön. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich habe mal den neuen befristeten Modus gespielt. Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Golf, allerdings nicht ganz. Ich kann euch nur sagen, dieser Modus macht Spaß und mein Bitten an Rocket League, macht diesen Modus für immer rein, nehmt den normalen Körbe-Modus raus und gebt uns diesen Modus. Der Modus macht mehr Spaß. Das ist einfach meine Meinung. Ihr könnt natürlich gerne eine andere Meinung vertreten. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal in die Kommentare schreibt, welchen Modus ihr besser findet. Diesen Modus, den befristeten oder den normale Körbe-Modus. So, und jetzt zum Ende natürlich. Falls ihr meine Videos mögt, lasst mir einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar und vor allem drückt den Abo-Button, um kein weiteres Video mehr von mir zu verpassen. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao.